und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast, das freut mich doch sehr. Und ja, wenn dir das Video gefällt, sei doch so freundlich, hinterlassen ein Däumchen nach oben und willst du nichts mehr verpassen, Glocke aktivieren und Abo dalassen. So viel dazu. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus. So, meine Freunde, jetzt geht es um Folgendes. Der liebe PC-Dirk, ich möchte da gerne mal auf einen Kommentar eingehen, meinte, wir hätten hier zu wenig Felder für die Produktion. Ja, das sehe ich durchaus ein. Ist logisch, wir haben auch noch zu wenig Felder, da werden wir gleich nochmal nachbessern. Und er meinte, dieses Silo hier wäre nicht für Pflanzen geeignet. Ist es aber doch, weil es ist ein Grain-Silo, es ist eine Mod. Und Pflanzen werden da definitiv gelagert. Also das funktioniert schon, aber trotzdem danke fürs Aufpassen. Freut mich. Nichtsdestotrotz haben wir hier das Problem, dass wir hier zu wenig Arbeiter noch haben. Das ist natürlich noch, das ist ja, ne? Das ist ja Mückenschiss sozusagen. Das ist noch gar nichts. Deswegen müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie Leute ranholen. Lass mal gucken, was wir hier haben. Können nicht arbeiten, weil es keinen Kindergarten gibt. Wir können hier noch ein bisschen aufbauen, hier noch so ein bisschen was machen. Normalerweise haben wir hier einen Kindergarten. Wahrscheinlich kommen die da aber wieder mal nicht hin. Das bedeutet, wir werden hier nochmal nachlegen, dass die auch alle in Arbeit sind. Ja. Und dann werde ich gleich nochmal auf das Thema Streaming nochmal eingehen, beziehungsweise ja, doch, auf das Thema Streaming werde ich dann gleich nochmal eingehen. Aber erstmal wollen wir nochmal schnell einen Kindergarten hier bauen. Da, wo ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. Schule, nein. Oder? Old School, Music School, Schule. Nee, das ist es nicht. Da ist es doch, Kindergarten. Mensch, natürlich. So, wir gucken mal, ob wir was Schönes haben. Den haben wir hier schon. Das ist ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. Der ist auch zu groß. Der hier würde, glaube ich, ganz gut gehen. Der würde hier hinpassen. Auch optisch gesehen. Natürlich müssten wir so hinbasteln, dass wir hier noch eine Straße lang ziehen. Irgendwie. Oder wir setzen den direkt hier ran. Obwohl, schlauer wäre es, glaube ich, wenn wir den hier irgendwie in der Mitte platzieren. Ne? Dann setzen wir den mal ran. Merken wir uns das mal. Wir bauen hier nochmal eine Straße lang. So, können wir den da so ran? Das ist ein bisschen nah, ne? Machen wir so. Und ich weiß, ich baue es gerade auf Automatik-Modus. Also sprich, es wird gleich gebaut. Das ist auch so beabsichtigt momentan. Das wird ein bisschen eng. Ja, ein bisschen eng. Und da haben wir es schon wieder. Bisschen eng. Bisschen Abstand hätte ich schon da gerne. Damit wir da vielleicht nochmal was machen können. Wege oder sowas. Mal gucken, wie wir jetzt hier. Hier wäre natürlich optimal, da ranzukommen, ne? So, dann können wir den hier auch gleich verbinden. Hier haben wir dasselbe Problem noch. Kommen wir da rum? Ne, kommen wir nicht. Ach, verdammt, da muss ich nochmal ranbasteln. Aber hier, das können wir anschließen. Das können wir da ruhig anschließen. Wir müssen natürlich auch noch einen Weg finden, hier das Ganze dann zu transportieren, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, liebe Freunde. So, dann werden wir mal ganz kurz den hier löschen. Damit wir da unsere Straße mal auf die Schnelle hinzimmern können. Ja, wunderbar. Passt doch perfekto. So, zack. Und wieder angeklemmt. Wunderbar. So, zack. Zack. Können wir den hier vielleicht so dazwischen? Ja, geht auch. Schön. So, zack, bumm. Alles ist verbunden, alles ist connected. So muss es sein. Sehr schön. So, hier hinten können wir auch noch mit Fußgängern hingehen, aber ich weiß nicht, was die hier bei einer Pipeline zu suchen haben. Deswegen lassen wir das mal. Halte ich für unnötig. Es sei denn, wir kriegen das Problem, dass eventuell die Feuerwehr dahin muss. Dann wird es interessant. Dann wird es interessant. Kriegen wir den hier angebitscht? Ja, so, ne? Jetzt geht es. Dass eventuell da die Feuerwehr hin muss. Dann sollten wir das vielleicht noch machen. Weil wenn uns dann irgendwas wegbrennt oder so, dann haben wir ein Problem.
Muss ja auch nicht sein. Ist da noch eine Straße frei? Wir gucken mal ganz kurz. Ja, hier ist noch ein Straßenanschluss auch noch frei. Also können wir eigentlich regeln. Schon okay. Gut. So, dann bauen wir jetzt mal den Kindergarten hier noch hin. Es wird hier immer enger an der Grenze. Da müssen wir aufpassen. Vielleicht mal abriegeln oder sowas. Gucken, wie wir das machen. So, Kindergarten. Da haben wir, glaube ich, der war das hier, ne? Ja, genau. Der passt hier ganz gut hin. So. War der Busch. So, was sollte auch funktionieren? Dann wollen sie mit Sicherheit... Wir sorgen mal ein bisschen gerade jetzt für ein bisschen... Schule haben sie mit Sicherheit. Kneipe wäre vielleicht ganz nett noch. Beziehungsweise ein Restaurant hier hinzumachen. Und so ein bisschen hier. Das können wir dann ja auch versorgen durchaus. Ein Geschäft wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Dass wir hier nochmal was machen, dass sie auch einkaufen können. Dann müssen wir... Ja, so kurz vor der Grenze, sag ich mal. Können wir hier, glaube ich, ganz gut dazwischen friemeln. Ja, natürlich könnten wir jetzt... Ja, warte mal, wenn wir das hier vielleicht... so hier hinbasteln, dann können wir da vielleicht nur eine Ladestation... Obwohl, so viel wird da nicht sein. Das kriegen wir so hin. Also ich glaube nicht, dass wir hier Unmengen exportieren werden, beziehungsweise hinbringen werden müssen. So, dann bauen wir nochmal eine schöne Kirche, eine kleine. Für die Zufriedenheit. Wir haben zwar schon eine große, das wird so eine kleine jetzt nochmal. Dann brauchen wir nochmal einen Sportplatz oder irgendwie sowas. Haben wir da was? Nee. Dann müssen wir aufs Original zurückgreifen. Sportplatz ist noch ein bisschen wenig. Ja, komm. Kriegst ja auch noch ein bisschen Sport. Du kriegst ja auch noch ein bisschen Sport. Wenn wir dich hier hingefriemelt kriegen, kriegen wir dich hier reingedreht irgendwie noch. Ja, verdammt. Da war was. Da geht's. So. So, damit sollte schon mal das eigentlich funktionieren. Fußweg. Ja, dahin, dass sie doch einkaufen gehen könnten. Ja, zack. Ah, das passt ja alles hier wie die Faust aufs Auge. Perfekt, so will ich das haben. Wenn das doch nur immer so einfach wäre. Dann wäre das richtig schön. So. Also, Gebäude ist ohne Strom. Okay. 10 Arbeiter, weil keine Kindergarten, bla bla bla. Okay. Wie sieht's hier aus? Es gibt keine Lehrer. Okay, wir brauchen erstmal Strom. Vor allen Dingen brauchen wir erstmal fortlaufend Strom. Ich hätte gerne, hier ist die Pipeline. Die können wir leider nicht nutzen, um direkt zu exportieren. Das ist ein bisschen schade. Aber mein Gott. Dann bauen wir den mal hier so hin. So, kommt der da hin? Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch irgendwie einen Ausgang haben für Strom. Ja, mal gucken, ob wir da noch irgendwo was haben. Hier wäre noch eine Möglichkeit, da ranzugehen. Oder aber wir zwacken das hier oben nochmal ab. Ich glaube, das ist die elegantere Lösung. So, irgendwie da ran. Ja, das geht. Das können wir machen. So, mal ganz kurz gestoppt. Machen wir das mal weg. Versuchen wir mal, dich hier rumzubekommen. Geht das? Ja, perfekto. Ja, meine Güte, das klappt ja heute richtig gut. Nach dem ganzen Stress mit den Signalen und so weiter, die wahrscheinlich immer noch nicht behoben sind. Auf das Thema wollte ich ja nochmal ganz kurz was sagen. Ich habe nochmal ein bisschen rumgebastelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles einwandfrei funktioniert, aber dafür ist ja dann der Livestream da. Da wird der... Gott der Signale, der Zoverock dabei sein. Er hat mir auch schon sein Go gegeben, dass er das macht. Müssen wir noch einen gemeinsamen Termin finden. Aber dann sage ich euch auf jeden Fall rechtzeitig vorher Bescheid. Das Ganze werdet ihr dann auf jeden Fall auf YouTube sehen können. Wahrscheinlich auch gleichzeitig auf Twitch. Muss mal gucken, ob das so klappt.
wie ich mir das wünsche. Und ja, wie gesagt, das werden wir irgendwie noch hinwurschteln. Momentan, toi toi toi, ich beschreie nichts. Okay, der wartet jetzt kurz, weil er da im Blocke ist. Das ist aber nicht so weiter schlimm. Läuft es. Gemerkt, momentan. Ich traue dem Braten gerade überhaupt nicht. Wie gesagt, Optimierungsmöglichkeiten werden mit Sicherheit da sein. Die werden wir auch, werde ich auf jeden Fall auch nutzen, wenn der gute Zovarok dann dabei ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Nach den Häusern. Was ist das hier? Das ist der. Hat er jetzt wieder durchgesippt oder was? Das ist das. Dann ist das das Größere. Wir ruhig ein bisschen so auf Old machen hier so ein bisschen. Schaden tut's nicht. Der hat auch keine Verbindung. Vielleicht können wir den noch irgendwie hier noch reinquimmeln. Eher nicht, ne? Nee. Mühe noch. Passt rein. Den würden wir sogar hier hingequetscht bekommen. Wahnsinn. Ach komm, was soll's. Direkt daran da. Wir versuchen noch ein paar Leute ranzubekommen. Vielleicht können wir hier auch noch mal was hinquetschen. Oder hier vielleicht noch mal ein bisschen. Ja, dass wir vielleicht noch so mal ein bisschen Industrie hier aufbauen können. Ich gucke mal ganz kurz. Dass wir das auch verarbeitet bekommen. Ich gucke mal Gehwege. Dass wir das auch vernünftig irgendwo angeklemmt bekommen. Ja, das war klar, dass das nicht so geht. Das geht aber. Und dann geht das auch. Dann geht das nämlich auch. Ja, hier hinten sind die meiner Meinung nach angeklemmt. Das ist nicht schlimm. Das kann so bleiben. Und dann führen wir das hier rum. Dann passt das nämlich auch. Sehr schön. Du kannst noch dahin gehen. Und du kannst noch geradeaus gehen. Du kannst darüber gehen. So, zack. Sind die eigentlich ja gut angebunden? Noch ohne Probleme. Dass wir die hier auf jeden Fall irgendwie mehr reinbekommen. Wir brauchen hier dringend mehr Arbeiter. Das muss hier mehr flutschen sozusagen. So. Jetzt haben wir hier einen neuen Mähdrescher. Bison. Okay, interessant. Ein neuer Mähdrescher. Was das hier, eine neue Tram, wie es aussieht. So, wie sieht's aus? Was habt ihr hier? Was fehlt euch denn? Bildungsniveau nicht arbeiten. Schule gehen, weil es keine Schule gibt. Nicht arbeiten, weil es keinen Kindergarten gibt. Ihr seid doch besoffen, ganz ehrlich. Ihr könnt doch bis normalerweise... Kommen sie nicht ran. Ich werde... Oh, ich werde noch zum Tier. Guckt euch das mal an. Überall können sie hin, nur nicht dahin, wo man will. Wie sieht's mit euch aus? Die hier sind anscheinend restlos glücklich. Geil. Sehr gut. Die sind glücklich. Perfekto. Halt. Fuß weg. Kommen wir hier rum? Können wir dich da noch irgendwie mal mit anbringen? Ja, dann komm. Zack, dann machen wir nochmal hier so. Und dann gehst du da nochmal hin. Dann hast du noch mehr Anschlussmöglichkeiten. Ja, wegen niedrigen Bildungsniveau. Ja, ich... Nochmal eine Schule hier hinbauen. Mann, Mann, Mann. Die sind aber auch verwöhnt, ey. So, dann machen wir aber eine kleine hin. Eine wirklich eine kleine Futze. Obwohl, die ist ein bisschen zu klein. Die ist zu riesig. Das hier sieht, glaube ich, ganz gut aus. Die können wir vielleicht noch hier hinbasteln. Ja, zack. So, was sieht's hier aus? Benötigt Mitarbeiter und Lehrer. Ja, ist klar, weil es fehlen halt noch die Leute. Das Ding hier ist aber voll. Das Ding ist auch voll. Keine Ärzte mit höherer Bildung. Eieiei. Das ist natürlich doof. Aber im Großen und Ganzen ist das hier gar nicht mal so schlecht. Ist alles noch im grünen Bereich, sage ich mal. Ja. Aber die sind halt zu dumm, um zu arbeiten, quasi. Das ist schade. Wie weit kommen die denn? Kommen die bis da hinten hin? Die kommen sogar bis da hinten hin. Ich werde bekloppt. Die können sogar zu Fuß dahin laufen. Wäre ja der Burner. Aber wir brauchen hier mehr intelligente Arbeiter. Also Vorgebildete sozusagen.
Deswegen mal ganz kurz geschaut. Da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Dass wir vielleicht das Gebiet hier abgrenzen. Und da noch mal ein bisschen was hinbasteln. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, machen wir mal so. Oh, passt das? Naja, so passt das. Ja, dass wir hier vielleicht durchkommen. Kommen wir da durch? Ja, kommen wir durch. Kommen wir auch angeschlossen. Sehr geil. Sehr geil. So, wie gesagt, das hier wird ist mehr oder weniger wirklich Landleben. Ein bisschen modern, aber auch halt mit durchaus älteren Gebäuden. Bin ich gar nicht mal so schlecht. So, Freunde der Sonne. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Jetzt müssen wir nochmal Möttchen hinbauen. Bin ich auch so kleine. Mal was ganz anderes machen. So eine Art Gärten, so ein Gartengebiet können wir auch machen. Würde sich hier sogar, glaube ich, hier anbieten. So eine Art Forsch, so eine Schrebergärten, wisst ihr? Ja, komm, Millimeterarbeit. Das geht ja gar nicht. Da müssen wir nochmal ran. Das machen wir jetzt mal. Warte mal, nicht Rohrverbindung, sondern Gehweg. Wenn wir jetzt das schon bauen. Ja, bauen wir hier so eine Schrebergartenkolonie hin. Mitten bei den Pipelines. Ich meine, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. So, kommen wir hier durch. Ja, kommen wir dich angeschlossen? Ja, sehr gut. So, zack. Möttchen wieder. Selzki. Dann bauen wir hier halt nochmal was ran. Es ist jetzt nur ein kleines Gimmick, ne? Da können nicht viele Leute wohnen. Aber immerhin ein bisschen was. Einfach nur Gimmick. Ja, das ist halt ganz, ganz rudimentär. Aber einfach mal für Optik. Ah, ein bisschen Bäume noch hier hin. So, dann kann man hier auch, wie gesagt, einmal noch ein bisschen zumachen. Ah. Hier noch ein bisschen. Felder hier sind leer, die sind abgeerntet. So, zack. Hier alles ein bisschen kaschiert noch. Dass nicht ganz so wüst aussieht, wie ich finde. Kann man ja machen. Selber könnte man natürlich auch jetzt hier machen mit einer Pappel, ne? In der Buche. Einfach mal hier so ein bisschen Optik hinstreuen. Es ist so ein bisschen kahl hier alles. Kann man ja machen, ne? Ja. Einfach mal so ein bisschen. Und ein bisschen. Da noch ein bisschen. Hier ist ein bisschen zu viel vielleicht schon. Zack. Einfach mal wachsen lassen das Ganze. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen dunkler. Und wir sind hier noch nicht fertig. Wir brauchen hier nochmal Leute. Mit der Mod. Was ist denn das hier eigentlich? Nochmal so eine Schrebergärten. Können wir nochmal ruhig was hinbasteln. Damit wir Abwechslung haben. ...90 Arbeiter. Entschuldigung. So eine Plattenbauten will ich jetzt eigentlich hier nicht hinpacken. Das passt nicht so ganz ins Bild, wie ich finde. Zumindest hier nicht. 70%, das sind hier solche kleinen. Könnte man ja noch hinbauen, sage ich mal. 24. Kann man die hier reinquetschen? Unter Umständen kriegen wir die sogar hier rein. Ja, nicht die besten Gebäude, sage ich mal, aber immerhin ein bisschen was. Ja.
Können wir da auch noch was rein? Nein, natürlich nicht. Vielleicht auf der Rückseite? Obwohl, nee, da machen wir nichts. Da machen wir nichts hin. Da machen wir mal was anderes. Ich habe doch was gehabt. Warte mal. Ich habe doch was gehabt. Muss nur gucken, wo es ist jetzt. Ich habe es gehabt. Wartet. So viel. Was ist das denn? Okay. Tankstelle ist es auch nicht. Two-Tech Full Station, alles schön und gut. Rathaus könnten wir eigentlich auch machen. Haben wir hier ein etwas älteres Modell? Das ist alles so neu. Small Town Hall. Können wir die hier irgendwo noch reingefriemelt? Nee, kriegen wir hier leider nicht hin. Kriegen wir die hier hingefriemelt? Nee, da auch nicht. Vielleicht auf der Seite. Ah, nee, das auch nicht. Aber hier könnten wir sie noch reindrücken. Teilweise zumindest. Ist zu groß. Na egal, nicht so wild. Wir gucken mal ganz kurz. Ich habe das irgendwo gehabt. Warte, das kriegen wir hin. Ich suche nämlich was ganz Bestimmtes. Geschäft. Also seht ihr, da müssen wir auch noch was gleich machen. Cinema, Kino, Kiosk. Och, ein Kiosk können wir doch hier bestimmt noch hier in die Schrebergartenanlage noch irgendwie mit integrieren, oder? Why not? Schaden tut's mit Sicherheit nicht. Ja, mal so einen kleinen Kiosk kann man ja hier nochmal hinbasteln. Na, da nicht. Sportplatz. Wo war denn das jetzt Monument? War es bei den Monumenten? Ich habe da nämlich was ganz Cooles. Genau. Hier. Hier haben wir noch was. Guckt mal. Da haben wir noch was Cooles. Ja, Punkt Nummer 1. Wir können mal ganz näher ranzoomen. Da fehlt noch eine dritte Straße. Wenn wir das hier so... Ah, verdammt. Da geht's nicht. Aber so können wir. Ja, weil hier ist ja schließlich ein Grenzübergang. Also müssen wir das dementsprechend noch basteln. Na, da, damit hier keiner abhaut. War ja nun mal so. Da kann ich kann es ja leider nicht ändern, dass es so war. Aber so war es halt, ne? Ja, dann machen wir hier wirklich dicht, so gut es geht. Ja, dann wird hier wirklich... Können wir das hier auf der anderen Seite eventuell auch machen? Ja, ne? Können wir auch machen hier. Optisch. Kann ich das auch noch feiner drehen? Ja, ist doch gut. Ja, ich weiß nur nicht, inwiefern... Okay. Schade, dass es kein Clip-System ist. Das wäre toll. Haben wir hier mal ein extra kleineres Ding? Na. Extra noch ein ganz kleineres. Was ist denn da?
Weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig passt. Das ist das Problem. Ich kann es schlecht sehen. Na, komm schon. Aber wegen dem Ding jetzt. Na egal, nicht so wild, aber wir haben zumindest mal ein bisschen was hier hingebastelt. Können wir vielleicht 10er wieder nehmen. Ja. Ja, sehr gut. So, dann werden wir das hier irgendwie auch mal abgrenzen, dass keiner auf die Pipeline geht. Wenn wir das hinkriegen, passt natürlich nicht, war klar. Wie jetzt auch anders sein sollen, okay. Aber halb so wild. Das hier können wir gut abgrenzen. Näher ranzoomen wollte ich jetzt nicht. So passt das zumindest so hin. Na, komm schon. So. Na, dann haben wir es auch ein kleiner. Dann müsste das ja eigentlich so auch gehen. Na komm, zack. Ist ja schließlich Industriegebiet hier, mehr oder weniger. Agrargebiet. Da muss man halt schon mal gucken. So, lass mal bauen, das Ganze. Ja, ist leider eine Lücke drin, ne? Ja, es ist halt... Ne, man kann es ja halt nicht genau ansnappen. Das ist leider so ein bisschen noch unausgereift. Aber die Idee ist gut. Die Idee ist gut, gefällt mir richtig gut. Schön bei 26 Minuten, ich werde irre. Wir lassen mal bis zum Tage laufen. Wir mal ganz kurz dann hier ein Screenie machen gleich. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir mit der Bahnstrecke hier rauskommen. Na, hilft ja nichts. Haben wir hier noch, warte mal, wir haben doch alle verbundenen Fahrzeuge, ne? Der fährt ins Grubnitz Kiosk Bazar. Da sollst du aber nur 50% entladen und zwar nochmal einen Stop daran. Nämlich bei dem hier. Aber nicht beladen, sondern entladen. Ja, ist gut. Entladen. Nicht beladen. Na, komm. So, alles klar. Das ist dein Job. Da fährst du hin. Das machst du. Wie sieht's hier aus? 15. Naja, immer ein bisschen besser als nichts. Da habe ich aber ein Problem. Mir fehlt hier noch ein Geschäft. Das ist ja doof. Mein Gott, die sind aber auch verwöhnt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Haben wir hier nicht irgendwie mal was Kleines noch? Zu groß. Das hier, was kann der? Essen. Ich brauche aber Kombi, ich brauche alles. Noch ein Einkaufszentrum, Lebensmittelmarkt. Hier, das hier wäre vielleicht noch eine Idee. Ja, noch ein Bazar. Nur mal ganz kurz. Ja, kommen wir da raus? Da kommen wir nur dahin, aber dahin können wir auch. So. Zack. Ja, du gehst dahin. Kommst du da ran? Naja, sehr gut. Okay, das wird nicht gehen, das ist klar. Aber das hier geht. Ja, und dann noch dahin. Und dann passt das. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ihr Ihmchen. Neuer Stop. Auch du fährst da hinten hin. Und du fährst dann da noch hin. Entladen. Ja, zack.
So, alles klar, dann mach mal. Entlad da mal alles. Das ist dein Part jetzt. Da kannst du jetzt machen und tun, wie du willst. Und ich kann auch machen und tun, wie ich will, nämlich mal einen schönen Screenshot hier machen. Und mich für heute, ja, ich würde mal sagen, doch schon mal verabschieden wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst doch mal ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed von thegaming.tv. Bye, bye.